vielen Dank für eure Zeit. Auf der Folie, die eh nicht mehr oben ist, stand leider nur mein Name. Natürlich bin ich übrigens nicht alleine. Und zwar der Hauptpräsentator heute ist der Charlie. Vollen Namen Caroli Weg, unser Solution Architect, also mein technisches Gewissen. Ich bin der Franz Theisen, bin im Vertrieb bei Rettet tätig und wir haben heute gemeinsam das Vergnügen, euch mehr zu RHEL 8 Beta, die ja schon seit einem halben Jahr draußen ist, und ihr euch alle gratis runterladen könnt, wenn ihr wollt. Und wir zwingen euch, uns dann auch mit Cases Feedback zu geben, was geht und was nicht geht, weil ohne das tun wir uns schwer. Und ihr könnt auch gerne am Stand nachher vorbeikommen. Wir sind in 12, Gebäude 12a, genau, und wir haben auch ein paar USB-Sticks und können ein paar RHELs verteilen. Allerdings ist es 7 GB groß und leider haben die Menschen, die USB 3 schreiben, auch gutes Marketing. Und trotz USB 3 braucht man für 7 GB schreiben irgendwie 16 Minuten. Also wenn ihr Zeit mitbringt, kommt vorbei. Ansonsten benutzt das Internet. Gut, wir haben einfach das Ganze mal etwas provokant formuliert, also nicht böse gemeint, und wollen eben zu diesen Punkten jetzt erklären, was dahinter steht. Weil wenn wir die Features reinschreiben, hätte das auch einfach googeln können, dann wären weniger Leute gekommen, das wollte man natürlich vermeiden. Also erster Punkt für heute und eine Sache, die ich natürlich im Vertrieb öfters mal gehört habe, wenn irgendwie ein Kunde sagt, puh, er macht jetzt irgendwas mit Ubuntu, dann kam oft, ja, unsere Entwickler, die brauchen eben unbedingt das neueste PHP oder irgendeine obskure Sprache, die gerade eben in ist und deswegen muss man das jetzt machen. Und dann geht man halt als Rettet-Vertriebler intern zu den technischen Kollegen und fragt, okay, was sage ich da jetzt? Warum machen wir das so? Warum sind die Pakete so alt? Und dann kamen natürlich oft immer Kommentare in Richtung, puh, wenn man 10 Jahre eine Distribution am Leben halten muss, muss man natürlich auch schauen, dass das Ganze stabil ist und dann kann ich nicht jeden Tag irgendwelche neuen Pakete reinbringen. Aber diese Argumentation kann ich mir dann zukünftig etwas sparen und warum, wird euch der Charlie gleich näher beleuchten. Okay, wirst du immer zu jedem schon was. Ich unterbreche dich einfach immer, wenn, weißt du, okay, gut. Wie immer auch so. Okay. Hi, also mein Name ist Karel Weg, aber ich höre auch auf Hallo Charlie. Ich bin derjenige, der euch heute auf der Command Line quälen darf. Zum ersten Thema, also generell RHEL 8 Beta ist draußen, bitte schaut es an. Hat es jemand schon angeschaut, heruntergeladen? Noch gar nicht so, dann darf ich alles erzählen. Also das ist ganz eine coole Sache. Gut, also RHEL 8 ist praktisch in den Startlöchern, jetzt ist noch als Beta downloadbar und wir haben, also Red Hat hat tatsächlich das Feedback ernst genommen, wo wir gehört bekommen haben, dass die mitgelieferte Open Source Software eben relativ alt ist, zwecks Stabilität, und wie können wir das verbessern? Na, jetzt im RHEL 8 wurde das tatsächlich adressiert. Und zwar vom Grund auf. Einerseits wurde die Entscheidung getroffen, ja, wir liefern wesentlich frischere Software und in regelmäßigen Update-Abständen. Und auch bauen wir die Repository-Struktur um. Also gleich springen wir ins kalte Wasser. Mir wurde gesagt, ich soll. Ist das lesbar? Passt, okay. Also im RHEL 8 ist YAM, der Yet Another Update Manager, ist eigentlich DNF, wie wir es vom Fedora kennen. Und im DNF Version 4 haben wir ja die Modules-Konzept. Ich weiß nicht, ob es irgendwas euch sagt. Beim RHEL 8 gibt es zwei Hauptrepositories, die uns wichtig sind. Eine ist das Base OS, wo tatsächlich das Betriebssystem drinnen ist, und die Application Stream ist eine getrennte Repository, wo diese öfters refreshte neue Versionen oft reinkommen sollen mit unterschiedlichen Versionen. Das möchte ich euch jetzt auch zeigen. Wenn ich einfach danach schaue, welche Module gibt es in diesem App Stream Repository, dann sehe ich, dass gleich die weit verbreiteste und oft genutzte, und manche gibt es eben als Modul, wenn ich es erwische, eben mehrfach, wie zum Beispiel mehrere Versionen von PHP, mehrere Versionen, du hast jetzt Node.js, glaube ich, als Beispiel genannt, oder? Also wenn wir, ich werde jetzt Node.js nehmen, weil das schon im Cache ist. wenn ich jetzt nachschaue, was ist in diesen App-Streams drinnen, dann werde ich sehen, dass Node.js als Modul gibt es drinnen als Software-Modul. Ein Modul ist praktisch eine konsistente Einheit von mehreren Paketen, die in sich versionell konsistent ist. Da sehen wir, es gibt zwei Streams von dem Node.js-Modul, nämlich die Version 8 und 10. Das heißt, ich kann mir hier jetzt schon aussuchen, welche Version ich installieren will. Okay, also wenn ich jetzt mal sage, ja, Modul install Node.js
ich will jetzt mal die 8. Version, weil ich aus irgendwelcher Art Dependency das noch nutzen will. Dann nutze ich einfach die YAML-Module-Command. Nicht Modules. YAML-Module. Node.js, das gibt es nicht. Also wenn ich das einfach so über Module installiere, dann werden alle Pakete eben installiert, die in diesem Modul definiert worden sind, zu dieser Version. Okay? Super gut. Also von dem her habe ich sofort eine Node.js-Umgebung, wie ich es unter Default-Umständen haben will. Wenn ich dabei drauf komme, dass ich doch mit der neueren Version, was der Wunsch war von der Kunden her, doch mit einer neueren Version gehen soll, dann kann ich es einfach die Umgebung wegschmeißen und kann mir die neuere Version bringen. Allerdings möchte ich euch zeigen, dass es gibt nicht nur unterschiedliche Streams als Module, sondern wir haben unterschiedliche Profile gleich dabei. Also ich kann eine Node.js-Umgebung in der minimalen Ausführung unter Version 10, sagen wir, installieren. Minimal. Habe ich mich wieder vertipselt? List, okay, install. Dann werden mir nur praktisch für eine Produktionsumgebung entsprechende Paketen werden installiert und ich kann unter Node.js 10 sofort in Produktion gehen, wenn das meine Voraussetzung ist. Nun ja, sagen die Developers, die dann eben die neue frische Version verlangen, es ist schön und gut, aber eine minimale Umgebung für Development ist halt nichts. Da kann ich sagen, kein Problem. Ich habe hier mehrere Profile rundherum, dann brauche ich auf die Development-Umgebungen nicht nur das Flavor, was wir hier gesehen haben, minimal, sondern wir brauchen eben das Development-Profil. Okay, Development. Dann geht ich am Herr, schaut in dem Modul nach, welche zusätzlichen Pakete innerhalb von diesem Modul in der Stream-Version 10 vorhanden sind und installiert alles nach, was notwendig ist, außerhalb der Produktionsumgebung, die ganze Development-Library, Schnickschnack und so weiter. Okay? Also der Hauptmessage ist hier, es werden wesentlich öfters, wesentlich frischere Softwarepakete in unterschiedliche Versionen leicht zur Verfügung gestellt in Modulform, damit ich gesamte Module in konsistenten Versionierungsumgebungen installieren kann. Gibt es Fragen dazu? Okay. Oder nehmen wir die Fragen am Ende? Oder? Ja. Versuchen wir es mal, wir schauen, wenn wir in der Zeit sind und wenn wir in Engpässe kommen, dann unterbrechen wir euch. Und wo war die Frage? Nachher. Also, ist auch recht. Also. Wie ihr möchtet. Okay, absolute Anfängerfrage. Ja. Wie läuft denn das mit dem Abhängigkeitsmanagement? Also ich habe jetzt mehrere Bibliotheken, also ich habe jetzt zwar Node.js, aber Node.js hat mit Sicherheit irgendwelche Abhängigkeiten, die müssen in mehreren Versionen installiert werden. Wenn ich mehrere Versionen von Node.js haben möchte, was passiert da? Prinzipiell wird in von einem Stream auf einmal was installiert. Also in dem Betriebssystem, wo in der App Streams was installiert wird, da wähle ich mir aus, ob ich es 8 oder 10 haben will. Okay. Ich werde gleich über Containers auch etwas reden. Wenn ich mehrere Umgebungen brauche, dann typischerweise nutze ich Containers dafür und dort kann ich halt unterschiedlichste Versionen, weil sie getrennt voneinander sind. Also ich glaube, das ist der sauberste Ansatz. Habe ich die Frage beantwortet? Super. Ich sage, springen wir weiter mit dem Thema, weil wir wollen einiges hier zeigen. Die zweite war, wie man lästige Arbeiten mit manueller Ansible System Rules. Ah, genau. Ansible ist in aller Munde. Wer nutzt hier Ansible für Automatisierung? Na, wesentlich mehr. Cool, das freut mich. Wer nutzt Roles in Ansible? Fast auch die gleichen. Sehr gut. Also Ansible-Rollen haben wir besonders gern, weil einerseits gibt es 20.000 von ihnen, die irgendwelche bestimmte Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel, mein klassisches Beispiel ist, irgendwas in den Satellite zu registrieren, Webserver ausrollen, Firewall-Konfigurationen treffen. Und dafür gibt es auf der Ansible Galaxy, auf den Community-Plattform, eine Menge Rollen, die ich nutzen kann, weil es jemand dafür schon geschrieben hat. Red Hat hat es eingesehen, dass es super gut funktioniert. Der einzige Haken war soweit dran, dass man kann alle diese 20.000 Rollen hernehmen, aber man kriegt dafür natürlich, weil es von der Community kommt, keinen Support. Red Hat wollte aber, dass die Administration unterschiedliche Betriebssysteme erleichtern und hat selbst System-Management-Rollen, Ansible-Rollen geschrieben, die auch supported sind, die auch unterschiedliche Betriebssysteme verwalten können. Okay, auf eine supportete Art und Weise. So,
Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Umgebung jetzt wechsle, ich habe jetzt ein paar RHEL-Host laufen, die Linux-Tage Graz 19.1 und 19.2, die sind zwei. Hört man sich mich schlecht? Ja, Battery is dropping out. Okay. Okay, das wird. Oh! Wow! Hallo! Okay, das wirst du mal behalten müssen, wenn ich da herumdipsel sonst. Ja, ja. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich habe da zwei Hosts, die noch gar nichts an sich haben. Ich habe sie gerade vor dem Session erstellt. Halt mal bitte den Mic für mich. Und das Grinsen lässt du weg, du hast den Mic. Natürlich mit Ansible-Mitteln kann ich auch, ganz leicht Webserver installieren. Also ich habe da eine kleine Playbook, der auf diese zwei Hosts losgeht und für mich einfach Webserver installiert. Okay, super Sache, das läuft durch, installiert Apache, schon fertig. Ansible Magic, also eigentlich keine Magic. Wenn ich jetzt nachschaue, aber wo sind diese Hosts? Das ist zum Beispiel eine IP-Adresse, wo mein Host läuft und versuche mich auf diesen Webserver zu verbinden, weil ich Versuche gesagt habe, werdet ihr vermuten, dass es nicht gehen wird und tatsächlich, es geht nicht. Ich habe Ansible drauf losgelassen, ich habe einen Webserver installiert, das läuft auch, kann ich euch auch zeigen. Ich komme aber nicht hin. Warum? Der erste ist immer entweder DNS-Problem oder Firewall schuld, da wir mit IP hingehen, ist das kein DNS, also der Firewall wird schuld sein. Jetzt aber in einer DevOps-Umgebung, wenn ich die richtige Firewall-Einstellungen treffen will, dann muss ich mich auseinandersetzen. Ist das ein RHEL 6, 7, 8? Ist das ein Fedora, ein CentOS, so irgendwas von der dunkleren Seite? Wo ich unterschiedliche Konfigurationen treffen muss, um diese Firewall-Einstellung zu erreichen. Right? Also eventuell muss ich Pakete installieren mit unterschiedlichen Paketmanagern, ob es DNF, YAML oder apt ist es egal. Unterschiedliche Paketfiltermethoden ansprechen, ob es IP-Tables ist oder NF-Tables, was auch immer, unterschiedliche Services starten und stoppen. Alles unterschiedlich. Aber mit diesen System Roles, die eben vom Red Hat mitentwickelt werden, kann ich einfach Folgendes sagen. Ich habe ein Playbook geschrieben, das heißt, wenn es mir einfällt, wie es heißt. SysRoles Firewall, genau. Das ist an sich alles, was ich dafür benötige. Danke. Nämlich einfach ein paar Variablen definieren, dass ich will, dass der HTTP-Service enabled ist. Okay? Und danach den System Role Firewall einfach auf die Maschine loslassen. Das ist mein ganzes Input. Und der Firewall Role verbindet sich natürlich Ansible-artig auf die Maschine, schaut nach, aha, ich kenne und supporte 5, 6, 7 Distributionen, unter anderem CentOS und Fedora und RHEL 6, 7, 8. Und auf all diesen kann ich mit diesem einen Playbook, egal welches Subsysteme Sie haben, einfach die Firewall-Einstellung treffen. Du bist wieder da. Nein? 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 Ich nehme einfach deins. Okay. Wir schaffen das. Ich zeige es her. Ich starte es jetzt einfach, genau das, was wir gesehen haben, ohne tatsächlich zu wissen, wie kompliziert es installiert ist. Wir können implementiert ist, wir können nachschauen. Der schaut nach, ja, ist der Firewall deinstalliert? Sind die richtigen Python-Libraries dabei? Wird der richtige Service angesprochen? Wird der System Config Firewall notwendig, wie im älteren RHEL Releases? Und that's it. Habe ich jetzt nachgeschaut, ob es RHEL 7, 6 oder 8 oder Fedora ist oder CentOS? Gar nichts. Mit diesem zutschki kleinen Playbook habe ich praktisch alles erledigt. Also mein Message ist hier, System Roles ermöglichen nicht nur, also Ansible ermöglicht Automatisierung, System Roles macht System Management mit Ansible super einfach und abstrahiert die Komplexität dahinter auf unterschiedliche Versionen und Subsysteme. Gut, Fragen zu System Roles? Ich reiße es dir gleich weg. Keine. Und ein Grundgedanke von den System Roles und von vielen, was mit Ansible eben passiert, ist der, wir haben ja eigentlich alle miteinander gerade ein bisschen die Luxussituation, dass ein riesiger Ansturm auf Entwickler und Menschen mit Linux-Admin-Erfahrung herrscht. Also keiner findet die Leute noch. Und dann kommen wir natürlich auf die eine Seite, man schult halt Menschen um, die vorher ja mit Windows zu tun hatten oder die bringen sich das eben bei. Und das ist natürlich wie für uns alle
Also ich habe noch immer keinen abgeschlossenen Linux-Lernweg. Kein einfaches Ding. Und wenn ich natürlich vielleicht mal anfange und sage, okay, ich kenne mich mit Windows schon aus und fange dort mal an, mit Ansible-Automatisierungen zu machen, wo es eben auch die gleichen Module gibt, wo ich auch einfach von der Denkweise her Ansible auch schon nutzen kann, dann fällt es mir natürlich wesentlich leichter, dann die gleichen Ansible-Playbooks, wo dahinter was anderes passiert, auf Linux anzuwenden und damit leichter reinzukommen. Und den zweiten Punkt, den wir genau für diese Ecke jetzt nicht zeigen, oder vielleicht am Ende, wenn wir noch Zeit haben, wir haben im Prinzip mit Cockpit, falls das Projekt jemand kennt, eine relativ einfache Web-GUI gebaut, wo man auch Basic-Tasks der Server-Administration damit durchführen kann. Funktioniert auch, was ich weiß, inzwischen auf nahezu jeder Distro. Und die Menge der Applikationen, die ich aus dem WebGUI damit betreuen kann, benutzen kann, wird auch mit RHEL 8 wieder steigen. Und ist eigentlich prinzipiell nichts, was mehr Features einbaut, als es nicht eher auf CLI oder via API eh schon im Linux gibt. Aber der Gedanke ist halt, Menschen, die jetzt anfangen mit Linux und vielleicht mit einem Windows-Background daherkommen, den Einstieg leichter zu machen. Genau, so, jetzt haben wir angefangen mit Automatisieren und wir wissen ja, wie das Ganze funktioniert. Shit in, shit out, oder? Also wenn ich dann automatisiere alles, aber Mist baue, dann habe ich wahrscheinlich auf einmal das Thema Recovery am Hals. Was machen wir da? Danke, das ist der Durchgangsszenario. Dankeschön. Also kurze Geschichte, wir werden hier Operations spielen. Eure Firmen machen den Fehler, mich einzustellen, wobei ich seit 8 Jahren von Operations weg bin. Aber ich will mein Image eben, man sagt nicht polieren, aber gut aufrechthalten. Und ich will gleich beweisen, dass ich als SysAdmin immer noch gute Leistungen bringen kann und gleich auf ein RHEL 8. Hört man das überhaupt? Halt mal, falls es geht. Ja. Also, folgendes. Ihr weißt, dass ich da bei euch bin und ja, sagen wir, relativ unerfahren bin. Das heißt, wenn ich endlich die Root-Passwörter auf eure RHEL 8-Maschinen bekomme, dann wollt ihr auf die sichere Seite sein und ihr legt lieber mal ein LVM-Snapshot von der Betriebssystem an, sollte ich was einstellen. Okay? Machen wir das. Das müsste noch irgendwo, genau. Wenn ich jetzt einfach, also ich zeige es einfach her, ich habe Logical Volumes, einfach ein Root-Volume und ein Swap-Volume und von dem Root-Volume habe ich vor, einfach einen Snapshot zu erstellen. Da sieht man, das ist mein Root-Volume. Also genau, in dem Volume-Group ist es das mein Root-Volume hier. Das werde ich mit einem Snapshot-Namen, sehr einfallsreich, Root-Snapshot 1 und mit einer Größe von, geben wir ihm schon ein bisschen mehr, sagen wir 4 Gig, werde ich den Root-File-System einfach snapshotten. Gut. Vor dem Tag, als ich ankomme. Okay? Ich werde noch ein Magic machen. Und zwar, ich werde mein RHEL 8 anweisen. Sorry, da war eine Syntax da, wenn ich hab's sofort. Wenn ich das alles, genau. Boom create, genau. Ich werde einfach einen neuen, wie ihr seht, mit dem neuen Boom-Bootloader werde ich einen neuen Boot-Eintrag erstellen. Okay, nochmal, weil ich zu kann nicht gleichzeitig reden und tipseln. Ich habe von den Root-Volume einen Snapshot erstellt und ich habe einen neuen Boot-Eintrag erstellt mit dem neuen Boom-Bootloader, der eben als Root-Logical-Volume auf diesen Snapshot zeigt. Okay? Jetzt komme ich als Ex-Nubi wieder, Nubi-User her und ich schaue mich um. Super. Da sind halt Verzeichnisse. Einer von diesen Verzeichnissen, der User-Verzeichnis, ja, das hat halt relativ viel Platz. Das taugt mir eigentlich ganz und gar nicht so. Und ich möchte gleich am ersten Tag zeigen, dass das bei mir herrscht Zucht und Ordnung und bei mir werden die User nicht so viel Platz verbrauchen. Okay? Gut. Also ich lösche /User, weil Zucht und Ordnung. Was ist das nächste Schritt? Was ist das nächste Kommando? Sagt sie irgendwas. Löschen. Wie bitte? Löschen? Dafür braucht man doch RM, oder? Ja. Ich könnte versuchen zu rebooten. Also das ist nicht ganz so. Gut, /user ist weg.
Das Einzige, was ich zu der Zeitpunkt dann machen kann, natürlich, ich muss die Maschine wieder abschießen. Ich könnte versuchen, mich halt auf der Konsole einzuloggen, aber der, kein Login, kein GetDTY, kein gar nichts. Ich werde ihn abschießen. Okay? Force off. Und ich starte ihn wieder. Und, Überraschung, wenn ich diese Entry jetzt starten würde, aus Zeitgründen werde ich es nicht, dann würde er sagen, init command not found. Okay? Ich kann nicht booten. Aber ich habe ja diesen Snapshot before Logical Volume basierte Booteintrag, also Snapshot basierte Booteintrag erstellt. Und diesen Snapshot kann ich jetzt booten. Oh ja. er meldet sich, ich logge mich wieder ein. Und wir werden sehen, dass wenn ich jetzt mich umschaue, das Slash ist eben auf den Snapshot gemountet. Also ich habe einen Snapshot als RootFS. Okay? Gut, schön, gut, aber ich will eigentlich nicht auf einen Snapshot laufen. Ich will wieder mein Volume zurückhaben. Der Logical Volume, der Originale, ist ja da. Nur fehlen die Daten, die im Snapshot vorhanden sind. Das heißt, jetzt könnte ich es eben zurückmergen, einfach so, mit dem Erfolg-Convert. Es heißt Root Snapshot 1, oder? Ja. Okay, und er sagt mir, deploying merge since Snapshot is open. Klar, ich laufe gerade live auf den Snapshot. Das heißt, jetzt könnte ich wieder rebooten, also man macht keine. Ich bin brav. Es ist so brav, dass ich es gar nicht gewohnt bin. Okay, ich boote mal wieder. Und in dem Fall, den Snapshot könnte ich jetzt nicht mehr booten, weil er wird ja zurückgemerged und damit wieder verschwinden. Aber ich kann den Originaleintrag booten. Und Buffermeldungen. Ah, es ist eh schon da. Genau. Tada. Tada. Und wenn ich jetzt wieder mich umschaue, ich bin zurück auf den ursprünglichen Volume wieder. Okay? Also, worum geht es? Wenn ich System Updates mache, wenn ich SAP Admins auf meine System loslasse, SAP Admins da? Wenn ich SAP Admins auf dem System loslasse, wenn ich gröbere Updates mache, wie zum Beispiel von RHEL 7 auf RHEL 8 wird man updaten können. Oder von einem RHEL 8 Minor Release auf den anderen. Es zahlt sich aus, einfach einen Snapshot anzulegen von dem Betriebssystem, wo alles dann sauber angelegt ist und es kann dann nachher, egal wie versaut sein, auf den Stand kann ich zurückrollen und zurückbooten auch. Okay? Sehr praktisch. Einfach Rollback. Fragen dazu? Ja, ich habe es getestet ein paar Mal, ja. Gut. Gut. Next. War. Ist es so laut? Irgendwo müssen die Snapshots natürlich hingespeichert werden und jetzt haben wir immer so ein tolles Feedback auch bekommen, warum macht es ja kein ZFS? Es gibt ja in anderen Distributionen auch ZFS. Die Kollegen vom FreeBSD-Stand haben mich ja heute auch schon in der Früh unterhalten mit diesem Thema. Und irgendwo war klar, wir müssen da was machen. Parallel dazu haben wir jetzt auch seit, glaube ich, 4 Jahren oder so BTRFS auf Experimental gehabt und die Welt hat sich auch schon gewundert, was passiert damit jetzt? Letzteres kann ich gleich auflösen, das ist deprecated im nächsten RHEL, also das wird es nicht mehr geben. Und unsere Kollegen in der Entwicklung haben eben was Neues gelauncht, das nennt sich Stratis. Ich kann dazu nur einen Blogbeitrag empfehlen auf opensource.com, What we have learned from ZFS, LVM, BTRFS for creating Stratis. Und was das genau ist und kann, zeigt uns der Charlie gleich. Genau. Also, jeder liebt ZFS und BTRFS und so weiter und so fort. Firma Red Hat ist mit anderen Entwicklern auch in sich gegangen und hat sich entschieden, keine komplette neue Filesystem und Pool-Management-Mechanismus neu zu erfinden, also kein neues Filesystem-Projekt zu starten, weil es eben um die 10 Jahre dauert. Zu spät hingeschaut. weil es tatsächlich lang dauert. Aber wir haben eine hervorragende LVM, der wirklich gut funktioniert. Wir haben ein hervorragendes XFS. Wir haben die zwei als Grundlage für Stratis hergenommen. Dann haben wir eben den Rad nicht neu erfinden müssen. Die unter Stratis gebracht und dessen Features genutzt, um eben poolbasierte Filesysteme verwalten zu können. Okay?
Also wenn ich jetzt zeige, ich habe ein paar Virtual Disks noch in meinem Form drinnen, nämlich VDC, VDD und VDE, die kann ich einfach, also ich zeige es davor her, dass ich eben keine Stratis-Pool habe, aber wenn ich einen Stratis-Pool anlegen will von Pool von Disks, dann einfach Stratis-Pool create, also fast Englisch, und dann die Devices angeben, das war VDC, VDD und was? VDE, ja? Hoffentlich. Ups, aber mit Dev. Gut. Pool create, den Poolname muss man noch eingeben. Ganz demokratisch wählen wir jetzt alle miteinander Pool 1, weil das so einfallsreich ist. Und damit habe ich eben ein Pool angelegt. Das ist nichts Großartiges, soweit ist es nur eine Definition. Aber in diesem Pool kann ich einfach Filesysteme, so wie wir von diesen Copy-and-Write-Filesysteme gewohnt sind. Das heißt, ich kann jetzt innerhalb der Stratis-Pool ein neues Filesystem anlegen. Stratis-Filesystem create innerhalb dem Pool 1 Pool mit dem Filesystemname FS1. Sehr einfallsreicher Tag heute. Und er legt es mir an. FS-List, aber nicht List. Und da sehe ich, dass ich gleich ein Filesystem auch drin habe. Wir werden das jetzt schnell mounten. Und zwar das, da habe ich hier schon einen Mountpoint dafür vorbereitet. Okay, wir haben es gemountet. Das ist tatsächlich auch da. Was ich euch zeigen will, ist diese Zeile. Eigentlich diese Zeile. Es ist kein Stratis-File-System, es gibt sowas nicht. Es ist XFS, okay? Mit Reflinks enabled, okay? Wenn ich jetzt, ich glaube, wir sollten uns langsam auf die anderen Themen fokussieren. Geht's noch? Ja, ja. Ich könnte jetzt noch zeigen, dass, ja, ich zeige das noch. Ich würde jetzt ein File anlegen auf diesen neuen File-System, File 1, okay? Das ist da Hallo drinnen und ich werde es snapshotten. Das ist FS Snapshot Pool 1 FS1 FS1 Snap. Ist der Syntax richtig? Yay. Doch, HZ Charlie, wir sind noch gut. Echt? Ja. Um 45 müssen wir auch für nicht? Ja. Gut, okay, alles klar. Wir nehmen noch anyway. Was ich euch zeigen will, ist, wenn ich jetzt Filesysteme liste unter Stratis, dann erscheint einfach ein neues Filesystem, der eben Snap heißt. Jetzt könnte ich natürlich den File wegschmeißen und euch zeigen, dass ich von dem Snapshot den File zurückholen kann oder zurückrollen kann. Das ist relativ fad. Was ich euch aber zeigen will, wo glaubt ihr, liegt dieser Snapshot? Ist das ein Logical Volume Snapshot? Nein, ist das nicht. Das ist ein XFS Filesystem Snapshot. Okay, also wir haben hier, Red Hat hat hier keine große Magie neu erfunden, sondern hat bestehende Technologien hergenommen, weil XFS so gut funktioniert und weil der Logical Volume Manager so gut funktioniert und die genommen als drunterliegende Technologie für ein Pool- und File-System-Management-Engine. Okay, Fragen dazu? Ja, ich kann es herzeigen, dass aus dem Snapshot der File zurückgeholt werden kann. Gut, Schritt weiter. Ja. Tab. Yes. Also die Idee ist dahinter einfach leicht Volume und Filesystem und Snapshot Management unter RHEL built-in zu haben. Okay? Mit dem gut funktionierenden XFS und LVM-Mitteln abstrahiert durch Stratis. Gut, Container als Hype-Thema. Wer hat schon mal CRIO gehört? CRI-O. Yes. CRIO-Fans. Okay, wer kennt OCI? Ja, sehr gut, schau. Gut erzogen. Okay, wer kennt Docker? Ja, musst du nur checken, ob ihr alle da sind. Okay. Gut, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass sowohl SUSE als auch Red Hat gesagt haben, Docker fliegt im Prinzip bei beiden Distributionen raus, und ich wollte ein bisschen mehr dazu sagen, weil es hat ja auch zu einiger Verwirrung gestiftet, was das jetzt soll und worum es eigentlich geht.
Und muss ein bisschen am Anfang anfangen, weil Docker ist ja an sich mehrererlei. Also einerseits ist es eine Firma, andererseits ist es eben dieses Containerformat, was seit Jahren relativ verbreitet und beliebt ist. Und das dritte ist eben ein Produkt, was im Prinzip um Container Orchestration sich dreht, also das, was früher mal als Docker Swarm bekannt war. So, was war bisher in SUSE, RHEL und vielen anderen Distros drin? Natürlich ging es da um diese Abstraktionsebene des Containerformats, wo irgendwo halt RANSI und andere solche Dinge drunter laufen. Und jetzt ist es aber so, dass Docker schon seit einiger Zeit begonnen hat zu sagen, sie machen komische Dinge. Also sie haben eben zum Beispiel dieses Mobi-Projekt gegründet, um zu sagen, dass wir dort eigentlich die Upstream-Entwicklung pushen. Und das war alles nicht so wirklich konsistent. Das heißt, es ist langsam irgendwo in der Cloud Native Compute Foundation und bei vielen anderen Menschen aufgefallen. Das macht uns Sorgen. Was wäre, wenn Docker jetzt das Ganze proprietär macht und dann anfängt zu verkaufen? Und nachdem sich inzwischen eben auch das von Google gepushte Kubernetes stark durchgesetzt hat und im Prinzip heute der Standard für Container Orchestration ist, hat man gesagt, okay, uns soll ja eigentlich zukünftig das Format des Containers bitte egal sein, weil wir brauchen keinen Formatkrieg schon wieder, das hilft in Wahrheit keinem. Wir definieren einen Standard und das ist eben OCI, also die Open Container Initiative, wo einfach klar ist, wenn ein Container dieser Spezifikation erfüllt, dann ist es ganz egal, von wem der kommt, aber dann kann er von Kubernetes orchestriert und verwaltet werden. Das ist mal der erste Schritt und die erste Implementation von diesem Standard ist eben Creo und Creo wurde eben von Intel, von SUSE, von Red Hat, von IBM und ich glaube Docker hat auch mitgemacht, umgesetzt und ist im Prinzip die neue Container Runtime Engine, die wir jetzt eben zum Beispiel auch im OpenShift oder im Upstream-Projekt OKD ausschließlich einsetzen werden und die ist aber Stand heute größtenteils oder komplett ident mit dem, was Docker tut, also die Kommandos funktionieren und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz braucht man natürlich auch einige Tools, damit es funktioniert. Einige davon haben wir jetzt in RHEL 7.5, 7.6 schon so als Tech-Preview mit drin gehabt und spätestens mit RHEL 8 werden wir die alle releasen. Ich werfe einfach mal die Namen noch in den Raum. Das ist eben Bilder oder willst du sie sagen? Du ja, dann bitte dann. Dankeschön. Vielen Dank. Also Container sind auch die nicht die helle Wahnsinn, aber sehr verbreitet halt. Und ich wollte euch zeigen, wie man auf RHEL 8 einfach mit Containern umgehen kann. Okay? Also die erste Idee von Containern ist natürlich, von bestehenden Container-Registries komplette Containers herunterladen zu können und gleich in die Application-Landschaft leicht einbinden zu können, weil sie fix und fertig sind. Und ich meine Applikation in der Landschaft damit auch ergänzen kann. Okay? Schauen wir mal nach. Ich bin jetzt auf einer RHEL 8. Und ich möchte mal zeigen, dass ich habe schon ein paar Images heruntergeladen. Einfach ein Base RHEL 8 Image, eben ein Node.js, das ist die Antwort. Danke für die Frage, das war nicht abgestimmt, aber gute Frage. Also ich habe ein Container Image, der eben Node.js beinhaltet. Und ich kann natürlich auch in den Registries, die ich unter etc containers registries conf definieren kann. In dem Fall habe ich den Red Hat Registry, Quay.io und der Docker Registry by default eigentlich auf RHEL 8 drinnen, die ich dann durchsuchen kann. Tun wir mal das. Wir suchen in dem Fall, sagen wir bitte eine sehr populäre Application Server Plattform. Bitte sag JBoss. wir wollen eventuell mit JBoss arbeiten und einfach mit dem Docker-Kommando gehen wir einfach raus ins Netz und in den definierten Container-Registries können wir nachschauen, welche Container stehen zur Verfügung aus den unterschiedlichen Registries von Red Hat, von Quay, von Docker. Okay? Also die kann ich einfach pullen oder schauen wir einfach nach HProxy. Das ist auch sehr beliebt, aber nicht HProxy. Gut, da ist einiges. Also zum Beispiel, wenn mir das gut gefällt, ganz random, dann könnte ich jetzt sagen, Docker Pool von den Docker IO Registry, eben den HProxy Container. Da passiert eben nichts anderes. Der geht raus ins große, weite Internet, zieht sich die Blobs runter, baut den Container-Image dann eben leer zusammen und ich habe es dann in meine lokale Image-Repository. Das heißt, jetzt könnte ich sagen, Docker-Images und er erscheint mir die neue HProxy. Sofort kann ich mit HProxy-Containers arbeiten.
Okay. Wir haben die ganze Zeit aber erwähnt, dass wir vom Docker weggehen. Und glaubt oder nicht, an diesem System gibt es keinen Docker installiert. Okay? rpm-q Docker. Ja, es ist tatsächlich nicht da. Es gibt aber irgendwas, das so tut, als ob er Docker wäre, nämlich Podman. Das ist die OCI, also der Open Container Initiative, definitionsfolgende Container-Verwaltungs-Engine, der eben Docker-Verhalten vorgaukeln kann. Warum? Weil A, ihr es gewohnt seid, ja, ich auch, mit Docker zu arbeiten, und B, weil eventuell da eine Menge Skripte drauf aufbauen. Und zwar genau mit den Docker-Parametern. Okay? Also Podman ist der Tool, was wir mitliefern, was Red Hat mitliefert im RHEL 8 für Containerverwaltung. Und all diese Kommandos, die ich jetzt gemacht habe, die hat Podman für mich erledigt. Podman hat gesucht, Podman hat die Images angezeigt. Nur es versteht es auch, wenn es mit dem Namen Docker aufgerufen wird. Okay? Damit euer Skripts und nicht gebrochen werden, beziehungsweise ihr keine große Aufwand spürt bei der Umstellung von Docker auf Podman. Ja, also ich könnte jetzt natürlich diese Container starten, aber es ist vielleicht interessanter für euch, nicht nur, wie ich Container-Images herunterladen kann und lokal starten kann. Übrigens, Podman kann viel mehr. Podman kann auf mehrere Servers ein ganz ein wenig orchestrieren, kann es auch versuchen, aber wenn es um Orchestration geht, dann ist schon, erwähnt Kubernetes die de facto Standard und die Kubernetes-Distribution von Red Hat ist eben OpenShift. Also solltet ihr mit vielen Containers arbeiten wollen oder generell in Richtung Containers zu gehen, gleich auf Orchestration denken und da können wir euch gerne zur Seite stehen mit OpenShift, mit Kubernetes. Gut? Aber interessant ist es nicht nur einfach Images herunterzuladen und starten auf unterschiedliche Maschinen schedulen, sondern ich will eventuell welche auch bauen. Okay, da gibt es das zweite Tool, der Builder heißt. Und Builder ist eben eine Alternative, eben wieder zum Docker und ein saubereres Gefühl. Es braucht keinen laufenden Daemon, um Containers zu bauen. Es packt das Build-Environment packt es nicht in den Container hinein. Also es arbeitet generell sauber und sehr schlank mit Containers um. Okay? Wenn ich mit Builder Containers bauen möchte, da habe ich circa, ich weiß nicht, 15 unterschiedliche Ansätze, die ich anwenden kann. Zum Beispiel, ich könnte vom Scratch einen Container bauen mit Builder, ich könnte basiert auf einer Docker-File, ich könnte basiert auf einem bestehenden Container und so weiter und so fort. Okay? In dem Fall werden wir mit Builder, weil es am einfachsten geht, wir werden halt einfach basiert auf einem Docker-File einen neuen Container erstellen. In dem Docker-File ist echt nicht viel drinnen. Da steht nur drinnen, dass ich den RHEL 8 Base Container hernehmen will und darauf will ich meine zusätzliche Applikation, meine MyEcho genannte Applikation, draufpacken. Okay? Diese MyEcho Applikation, das ist ein Einzeiler, recht eine komplizierte. Ich weiß nicht, kann man es immer noch lesen? Ja, kann man schon. Das heißt, wenn ich mit Builder die Anweisung gebe, build using Dockerfile, das ist relativ mühsam einzutipseln, dafür gibt es eine Abkürzung auch, mit dem Title, keine Ahnung, MyEcho ist wurscht, und all die Files findest du bitte in dem Bereich, dann baut er für mich eben einen komplett neuen Container. Okay? Und, surprise, surprise, ich kann es auch, Builder Images, ich kann es auch dann listen, da habe ich es drinnen als Container. Mit Podman, weil es auf der gleichen Stelle geschrieben worden ist, kann ich es auch listen. Podman, Images, und da ist mein MyEcho, okay? Also das habe ich von aus dem Container installiert, die habe ich gerade jetzt frisch gebaut, innerhalb von ein paar Sekunden, auf eine Base, einfach eine Applikation dazu gepackt. Gut. Das wollen wir eventuell dann auch dann mit Podman dann starten. Da geben wir einfach einen Namen. Das ist der Name des Containers.
Containers, der Container Images, entschuldige, das wäre der Name des Containers, das ist der Name des Container Images und was er noch zusätzlich machen soll. Okay? Wenn ich das jetzt einfach starte, was erwarte ich mir? Dass er hochfährt, dass er den RHEL-Container in Betrieb nimmt und diese eine Applikation, meine MyAcho-Applikation, eben startet. Und wenn er fertig ist, dann wieder aussteigt. Okay? Container sind volatil. Yay! Er hat mein Skript durchgeführt, mein kompliziertes Einzeiler. Okay? Das bedeutet aber, dass er auch ausgestiegen ist. Das heißt, jetzt sehe ich keinen Container laufen, aber der Container ist vorhanden, nur es läuft nicht. Gut? Also ich könnte das jetzt wieder starten. Ich könnte neue Instanzen erstellen, ich könnte zusätzliche Applikationen. Also relativ schnell, mein Punkt hier ist das, sehr schnell kann ich von einer großen Portfolio an Containers, die von unterschiedlichen Container-Registries herkommen kann, mit meinen Bordmitteln, die im RHEL 8 drinnen sind, ohne Docker auch den Open Container Initiative entsprechend sehr schnell und einfach mit 2-3 Kommandos neue Containers bauen und sie hochfahren. Super leicht. Warum? Weil für Rettet war es wichtig, eben die Möglichkeit dem Kunden zu geben, leicht mit Containers umgehen zu können und die Entwickler zu enablen, schnell einfach ihre Applikationen in Containers packen zu können oder in Containerlandschaften einbinden zu können. Und wenn es darum geht, dann eben Orchestration, dann das ganze gebaute Containerlandschaft kann man in ein OpenShift einbinden und dort orchestrieren lassen. Ja, und generell ist unser Ansatz natürlich immer der, dass man schaut, möglichst offene Standards zu finden und zu nutzen, weil es nachhaltiger für alle Beteiligten ist, statt irgendwo, keine Ahnung, wir hätten jetzt auch nach unserer Core-Acquise sagen können, scheiß auf Docker, wir machen jetzt nur noch Rocket und das macht aber irgendwo keinen Sinn, weil es zersplittert die ganze Landschaft und die Community und das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Gut, nachdem wir jetzt noch wenig Zeit haben, natürlich, wir hätten... Zwei Minuten? Ja, bitte. Ja, also wenn jetzt schon, du hast mich schon eingeredet hat, dass wir das herzeigen müssen. ja, genau, wir haben davon geredet, dass man RHEL-Instanzen eben mit Systems Roles sehr effizient verwalten kann. Franz hat auch erwähnt, dass für Quereinsteiger wollten wir auch die Möglichkeit geben, eben leicht RHEL 8 verwalten zu können, eben durch ein zentralen Webinterface, wo die grundlegendsten Konfigurationen getroffen werden können. Das ist Cockpit, was ihr vor euch seht. Also alles geht in die Richtung, Betrieb und Entwicklung zu erleichtern mit RHEL 8. Was ihr da vor euch seht, ist, solltet ihr keine Linux-Administrationserfahrung haben, was ich kaum glaube, aber ja, dann gibt es diese Cockpit-Dämon, die man einfach als ein einziges Paket installiert, den Service hochfährt und sofort kann ich mich über den Webinterface einloggen und etwas an Administration treffen. Also ich kann sehen, was passiert gerade auf meiner Maschine. Wie schaut mein Network-Config aus? Okay, das ist mein Network-Interface. Wie schaut mein Firewall aus, was ich gerade vorher konfiguriert habe? Welche Services laufen? Will ich sie stoppen? Will ich sie starten? Welche sind disabled? Welche sind enabled? Wenn der Red Hat Support von mir diagnostische Reports verlangt, kann ich sie hier generieren und so weiter und so fort. Software-Updates einspielen, Subscriptions verwalten. Also generell eine zentrale Stelle, wo man relativ einfach recht viel auf RHEL 8 ohne große Systemadministrationserfahrung einstellen kann. Oder auf vielen anderen Linux-Distros, die es inzwischen für supporten. Andere, genau. Genau. Ja, das glaube. Summary. Das ist schwieriger. Ich glaube, wir haben irgendwo 70 Slides Erneuerung. Also es hat sich natürlich noch viel mehr getan mit, was haben wir noch drin? Ich glaube, wir haben die Vereinheitlichung von den Kryptografie-Standards, die man im RHEL einsetzt und so weiter und so fort. Das werden wir heute alles nochmal schaffen. Wir können euch gerne ein Overview-Deck irgendwo mal linken, wenn euch das interessiert. Oder in einer Woche sollte das Ganze dann eh auf, ja, in einer Woche ist das Summit, circa 2 Wochen sollte das Ganze eh auf YouTube sein mit allen neuen Themen. Alternativ, ihr könnt auf YouTube mal nach der DevConf schauen, also wie DevConf aus dem Security-Kontext nur mit V wie Developer. Und das ist unsere interne Entwicklerkonferenz, die aber public ist und die ganzen Vorträge sind aufgezeichnet. Da kann man im Prinzip alle die Sachen, die im Upstream passiert sind, sich schon mal anhören, die dann auch ins RHEL den Weg finden. Und last but not least noch ein dummer Witz. Wer von euch liebt die Nvidia-Treiber für einen Desktop?
Okay, lustigerweise tatsächlich haben wir für RHEL 8 recht eng mit NVIDIA zusammengearbeitet. Leider nicht für die Desktop-Treiber, das ist das Problem. Aber es gibt halt relativ viele Kunden, die jetzt in Richtung Machine Learning und Co. was machen wollen, GPU-Unterstützung brauchen und die kaufen natürlich dann diese relativ teuren Tesla-GPUs von NVIDIA. Und dafür gibt es dann tolle Treiber anscheinend, aber für einen Desktop dürfen wir alle weiter leiden. So. Mit diesen angenehmen Schlussworten sind wir natürlich sind wir weiterhin am Stand, Halle 12, wenn ihr vorbeikommen möchtet. Wir haben eine Ansible Tower und eine OpenShift-Demo und Red Bull. Und sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Charlie, für die vielen Demos. Kein Problem. Dankeschön.